Nein, aktuell ist es nicht. Lumos. Nein. Levioso. Nein. Ach, Repudio. Mit R war's. So. Da können wir noch nicht durch. Wir müssen jetzt nach Hogsmeade. Gut, dann reisen wir mal nach Hogsmeade. So, hier. Dann reisen wir jetzt dahin. Auftrag verfolgen. So. Okay, wohin geht's? Da entlang. Okay, ist er gleich schon da. Ich freue mich schon, nach Hogsmeade zu gehen. Und wir treffen Sebastian. Sebastian. Sebastian! Ich... Bin ich gerade falsch rumgelaufen? Was hast du gerade gesagt? Hä? Was hast du gesagt? Revelio. Ah ja. Gemälde von Elius. Dieses Gemälde zeigt den jungen und verwaisten Zauberer Elius, der bekannterweise sein ganzes Dorf vor seiner Armee von Dementoren und schwarzen Magier Restien rettete, indem er einen Mauspatronus Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich kann nicht ernst bleiben, wenn jemand einen Mauspatronus hat. Ey, stell dir vor, so ein riesen Dementor kommt und du machst so Expecto Patronum und dann kommt so eine kleine Fliebermaus raus. Es tut mir leid, ich kann da nicht ernst bleiben. Glauben Sie nicht, dass Sie den Duft von Gardenien entfesseln? Es ist widerwärtig und stammt nicht von mir. Oh no. Da habe ich ja was angerichtet. Oh no, die ist traurig, Freunde. Ah ja. Junge, wie groß dieses Schloss ist, ne? Schade. Witzig. So, jetzt gehen wir aber dahin. Jetzt können wir aber endlich dahin. Ah, schau mal das. Können wir auch noch was holen? Revelio. Diese hölzerne Statue bildet Pangur Don ab, die Holzkatze, den furchtlosen Mäusejäger und hingebungsvollen Lerngefährten. Also, da ist er, Sebastian. Hi, na, Leon. Sieh an, wer hier ist. Boah. Sieht das schön aus. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Ich auch. Danke übrigens. Jetzt. Natürlich. Jetzt. Du bist der Einzige, der mich im Duell besiegt hat. Ich denke, ich sollte dich lieber im Auge behalten. Ja, wir sollten vielleicht auch Scheiße zusammenbauen. Ich will mich hier erstmal umgucken, okay? Vielleicht kann man hier mit Sachen interagieren. Bekommen wir Sachen vielleicht? Wir bekommen Sachen. Und. An mich, schick eine Eule an mich. Ah. Junge, habt ihr gerade gesehen, wie der so rumgebackt hat? Sag doch sowas nicht. Naja, ist auch ein frisches Spiel, das gestern um 19 Uhr rauskam. So. Apropos Weasley, sie scheint dich echt ins Herz geschlossen zu haben. Wirklich? Das höre ich gerne. Ich bin überrascht, dass Professor Weasley mir etwas anvertraut, so oft wie ich schon nachsitzen musste. Du musst wohl ziemlich oft nachsitzen. Nur so viel, wie nötig ist. Jetzt renn doch nicht so weg von mir. Apropos nachsitzen, der Ausflug nach Hogsmeade hat's mir vielleicht erspart. Schön, dass ich helfen konnte. Madame Scribner, die Bibliothekarin, war, wie so oft, hinter mir her.
Professor Weasley kam, um mich zu holen und überzeugte die alte Scribner, ich hätte noch was zu tun. Also, wie hast du es dir mit der Bibliothekarin verscherzt? Tja, das liegt wohl an unseren Meinungsverschiedenheiten. Sie ist der Meinung, ich sollte die verbotene Abteilung nicht betreten, aber ich sehe das etwas anders. Oh, einen Moment. Hier kann man gut Florfliegen sammeln. Sie sind hübsch, aber wenn man sie lange genug schmort, sind sie auch eine potente Zutat für Zaubertränke. Aha. Florfliegen. Zaubertränke, ja, ist nicht schlecht. Ey Leute, da kann man einfach auch hoch. Ist das cool. Wir müssen erstmal nach Hogsmeade. Bei Merlins Bad, da, aus dem verbotenen Wald. Hör, was ist denn da los? Was passiert denn da? Schau selbst. Oh mein Gott, Hippogreifen, Freunde. Oder? Das sieht man wirklich nicht jeden Tag. Oh. Hat die Hippogreife schon gesehen? Auf jeden Fall. Vermutlich haben sie schon Nahrung. Ah, Mondstein. Holy shit. Schaut euch das an. Revelio. Hier gibt's nix. Okay. Warte mal, ich will das kurz aufheben. Der Hausmeister von Hogwarts sieht etwas mitgenommen aus. Wo? Ach, das ist der Hausmeister von Hogwarts. Das ist Filchs Vorgänger. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Mr. Shallow. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Was, Mr. Moon? Ein Dummy. Geist. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Ich heiße in den... Ich weiß nicht, was der in seinen Kürbissaft kippt, aber er hatte wohl zu viel davon. Ich habe Mr. Moon noch nie so erlebt. Mr. Moon ist recht eigen. Meine Schwester... Ach, hier. Aber ich finde, er könnte sich als Hausmeister mehr Mühe geben. Oh, ist deine Schwester auch in Slytherin? Ja, besser gesagt, sie war es. Zurzeit ist sie krank, aber sie wird schon bald nach Hogwarts zurückkehren. Ja, da ist auch Mr. Moon genauso wie ich. Hogsmeade, Freunde. Weiß nicht, ob es die Läden oder die Menschen sind, aber Hogsmeade hat etwas an sich. Es zieht uns hin wie die Motten zum Licht. Also, wie machen wir's? Weasley meinte, du hast eine Liste mit Dingen, die du brauchst. Einen Zauberstab zum Beispiel? Ja. Diptamsam, Anweisungen und Zaubertrankrezepte. Perfekt. Bin gespannt auf deinen neuen Zauberstab. Und eine kurze Liste lässt dir genug Zeit, um den Ort zu erkunden. Ich muss kurz in einen Laden und was für meine Schwester holen. Komm zum runden Platz, wenn du fertig bist. Denk daran, hab Spaß. Es ist Hogsmeade. Die Karte von Hogsmeade. Zeigt Läden. Und Interessenspunkte. Du kannst sie verfolgen, indem du ein Symbol auswählst und drückst. Drücke. Und die Karte von Hogsmeade zu verlassen. Besuche Wälzer und Schriftrollen. Okay. Dann gehen wir da hin. Wir schauen wieder auf die Karte. Wälzer und Schriftrollen. Jo, alte Name. Mascheriebe. Jeberkopf. Jopperpaws Zaubertränke. Ollivanders. Wälzer und Schriftrollen. Dahin müssen wir es also. Na, da haben wir es ja. Ein neugieriger Geist. Ja. Neugieriger Geist. Und du bist Thomas Brown. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schüler also. Dachte ich mir, dass sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer.
Thomas Brown. Dann hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex, aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran, dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Das klingt richtig. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Aha. Zauberanweisung. Pflanztisch mit kleinem Topf. Schaltet die Fähigkeit frei, einen Pflanztisch mit kleinem Topf zu beschwören. Mit dem Topf kannst du viele nützliche Zauberpflanzen züchten. So. Kostet ja null. Zauberanweisung. Kleine Tränkestation. Schaltet die Fähigkeit frei, eine kleine Tränkestation zu beschwören. Perfekt geeignet, um all deine Brauwünsche zu erfüllen. So, jetzt waren wir hier also. Gibt es hier etwas? Also, hier... Ach, hier. Oh, ne. Rebellion. Ah. Verzauberte Treppe. Handbuchseiten. Diese verzauberte Treppe im Laden Wälzer und Schriftrollen offenbart sich, wenn ein bestimmtes Buch bewegt wird. Der Inhaber Thomas Brown verkauft eine Vielzahl an schriftlichen Produkten, darunter auch Zauberanweisungen. Sehr praktisch für die Beschwörung. Einfach ein Geist. Ah, da. So, dann gehen wir mal zu Ollivanders. Okay. Peggy. Ollivanders. Ich gehe mal davon aus, dass es das hier ist. Ah, ist ja nicht weit. Und ab in Ollivanders einen eigenen Zauberstab bekommen. Mal gucken, wie der vorab Ollivander aussieht. Bei Merins prächtigem Bart. Nicht schon wieder. Was ist denn los? Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment bitte. Ah, guten Tag. Ich suche... Einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer 5. Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Oh. Ich glaube eher weniger. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus.
Achteln gehen. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Ah, da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Oh. Oh mein Gott, jetzt können wir hier unseren Zauberstab auswählen. Wirklich interessant. Die sehen alle nicht so cool aus. Ich will ein Einhornhaar. Nee, Phönixfeder will ich ein haben. Ein Zauberstab mit Einhornhaar ist sehr zuverlässig und seinem Besitzer treu. Und Phönixfeder? Das Fiene eines Phönix, der als Zauberstab dient und eine große Brandbreite an Magie erzeugen kann. Ja, das will ich haben. Ah, die Phönixfeder. Außergewöhnlich selten und ein Kern mit einem Hang zur Initiative. Ja. Ich will die Voldemort hatte. Voldemorts Zauberstab. Welchen hatte er? Zum Beispiel aus Eibenholz. Ich will Eibenholz haben. Die Voldemort, den ich gerade die ganze Zeit in der Hand habe. Eibenholz. Voldemort hatte 13,5 Zoll. Faszinierend. 13,5 Zoll. Und Phönixfeder. Biegsam mache ich ja noch. Kaufen wir. So. Was meinen Sie? Ha, der neue Voldemort-Chat. Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Ich übertreibe nicht. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut, Frieden, anders. Ich habe so etwas wie ein Aufwallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Mhm. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Natürlich. Und ein Phönix-Federkern ist schrecklich wählerisch. In der Tat eine ausgezeichnete Wahl. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Werde ich bestimmt in einer Sidequest. Zaubertränke. Das werden wir machen. Meine lieben Freunde. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Den Idurus-Trank. Das Rezept für einen Trank, der auf der Haut des Trinkenden einen felsigen Film entstehen lässt, der ihn vor Schaden schützt. Und ein Heiltrank. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an, oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben? Ja, von welchem Geld denn bitte, Sir? So, und da haben wir nochmal... Es ist immer noch nicht die 4, es ist immer noch R. J. Pippins Zaubertränke, gegründet 1753, ist die Apotheke in Hogsmeade, in der Inhaber Pyrrhi Pippin eine große Auswahl an Zaubertränken und deren Zutaten verkauft. Oh, hallo. Und erst nur noch die magische Rübe. Die magische Rübe, wo finden wir die denn? Die magische Rübe. Ah, die ist ziemlich außerhalb. Oh, guten Tag. Hi. Tag hier. Es ist immer noch nicht die 4, Lukas. Wann kapierst du das? So. Dieser Karren gehört zu Timothy Testale.
dem Inhaber der magischen Rübe. Er genießt es, mitten im Geschehen zu sein und sich vor dem Laden mit Kunden zu unterhalten. Was haben wir hier? Ah. Oh, klar, wir mal kurz ein bisschen Geld. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Dip-Tam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo. Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Dip-Tam-Samen aus. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Ja, so kann man es wohl nennen. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Ich habe 286 Gallionen. Ich kann halt mir nichts kaufen. Triff dich mit Sebastian am Dorfplatz. Das werden wir tun. So. Da müssen wir also hin. Okay. Alles klar. Da, warte, das holen wir uns kurz. Ach hier. Da. So. Hi, Leon. Also, Sebastian. Aber Leon ist der Sprecher. Ich habe nun alles, was ich benötige. Boah, diese Lag schon wieder. Und? Hast du alles für deine Schwester bekommen? Das habe ich. Dann steht uns die Welt jetzt offen. Mal sehen, was wir sonst noch anstellen können. Junge, es laggt es wieder. Hilfe. Ja, wird spannend. Komm, Gringo! Weiter so! Ewig hält er das Licht aus! Komm, trink! Idioso! Crescendo! Ja! Jetzt ist gerade besser! Aua! Ja, wir kriegen es gerade ganz gut hin. Aua. Kurz den Trank genommen. Ganz rechts, Tumpes Scheuser. Er lässt nach. Ja. Ja, schaffen das gerade, Chat. Ja, Mann. Yo. Okay.
Holy. Oh nein, noch ein Troll. Wie was? Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Ach so, da kommt noch einer. Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zum Auror, wenn Sie mich fragen. Wenn ja, Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Akio. Nein, Akio war nicht das Richtige. Na also. So. Ja. Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. Da bist du schon nicht sehr weit. Machen wir hier nochmal Reparo. Zum Glück haben sie nicht mehr zerstört. So, und hier noch einmal und dann gehen wir auch mal da rein. So. Was ist das denn für ein Bug? Hm. Warte mal. Nein, Lukas, wann merkst du eigentlich, dass das Revelio auf R ist für Revelio? Besenknechts Sonntagsstart. Das 1750 gegründete Geschäft mit Filialen in Paris, London und Hogsmeade bietet eine Vielzahl von Zaubererkleidung und Accessoires. Mr. Augustus Hill und seine Mitarbeiter Otto Dibble sind allen Kunden gerne behilflich und genießen dabei insbesondere die Herausforderung, weniger modebewusste Hexen und Zauberer einzukleiden. Du bist doch hier reingegangen, unser Freund, ne? Mr. Hill spricht in höchsten Tönen von dir. Oh, das freut mich sehr zu hören. Ich gehe mal kurz da zu seiner Tasche und klaue mir da mal kurz ein paar Galeonen raus. Ist das in Ordnung? Oh, dunkle Schiebermütze. Na, weiß ich nicht. Findet ihr, das sieht schön aus, dieses hier? Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. Gerne, war mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstart. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat. Ja, danke, Sir. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig. Das ist doch das Mindeste. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Ach, das ist wahrscheinlich das Einzige. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Ist es nicht genau dasselbe? Ah, nee, ist ein bisschen anders, ne? Ich finde, das sieht schon besser aus. Nehmen wir. Okay. Der aktuelle Verteidigung und Offensive werden rechts oben auf dem Bildschirm angezeigt. Kostet halt alles enorm viel, ne? Ich würde mich gerne anders einkleiden, aber das hier so ein Narbengewand? Nee. Nee. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Ich finde, wir haben uns ein Butterbier verdient. Meinst du nicht? Dann vergesse ich vielleicht, dass ich fast zu Trollfutter wurde. Da kann ich dir wirklich nur zustimmen. Perfekt. Die drei Besen sind gleich hier lang. Okay, Freund. Ich verkaufe noch mehr kampftaugliche Gegenstände, wenn Sie welche brauchen. Schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinem Laden um. Ich werde ganz bestimmt nochmal herkommen, aber kann halt nicht. Jetzt gerade. So. Schlaf, Kindlein, schlaf. Wenn da drin nicht das totale Chaos herrscht, triffst du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Es ist gut, sie zu kennen. Ja. Bestimmt kann die uns leckeres Butter gemacht. Leute, ich hab hier so... Kann ich schon wieder nicht reden?
Oh. Oha. Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran. Dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier. Wurden wir entdeckt? Ich glaube nicht. Was hat der Kobold mit Victor Rookwood zu schaffen? Renrock arbeitet mit Rookwood? Der Kobold vom Tagespropheten? Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, los, gehen wir in die drei Besen rein.